Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es nochmal um zwei weitere Ausstellungen, die ich, eine läuft momentan und eine, die ich bald haben werde. Die erste Ausstellung ist in demselben, derselben Galerie, die ihr schon kanntet, und zwar in der Merlino Galerie vom 15. September bis zum 25. September. Ist natürlich wieder eine Gemeinschaftsausstellung. Bin dort mit zwei Kunstwerken vertreten momentan. Und die anderen drei Gemälde sind natürlich auch noch dort. Werdet ihr wahrscheinlich aber nicht sehen können, die wird sie jetzt im Lager haben momentan. Ja, die Adresse steht dann wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich werde sie vielleicht auch mal einblenden. Und die nächste Ausstellung ist ebenfalls in Italien. Die kommt bald vom 30. September bis zum 12. Oktober. Findet in Rom statt. Das ist sehr schön. Bin dort mit einem Kunstwerk vertreten, also auch wieder eine Gemeinschaftsausstellung. Und es wäre in der Flyer Art Gallery in Rom. Und wie gesagt, auch wieder in der Videobeschreibung alles oder eingeblendet. Das wären die folgenden Ausstellungen. Jetzt habe ich natürlich schon meine dritte Ausstellung in Italien. Ich freue mich sehr. Werde bei den beiden aber leider nicht persönlich anwesend sein können. Ich war ja, wie ihr wisst, vor 2 Monaten oder 1 Monat in Italien persönlich anwesend. In der Florenz-Ausstellung. Habe ja auch ein Video für euch dort gemacht. Das ist, glaube ich, noch gar nicht hochgeladen. Das wird wahrscheinlich dann morgen kommen. Mit etwas Verspätung. Aber ich hatte sehr viel Stress gehabt. Jetzt war auch mein Diplomabbau. Ich habe ja, wie gesagt, auch die Ausstellung von meinem Diplom gehabt. Das ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es war gut besucht von euch. Und ja, was ich euch noch sagen möchte, ich habe jetzt einen Blog in WordPress. Werde ihn auch in die Videobeschreibung verlinken. Und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Dort werde ich ein bisschen über meine Bilder immer berichten. Einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Neue Werke vorstellen. Und mal erstmal mehr, erstmal nicht. Und es ist im Prinzip dasselbe, was ich in YouTube machen möchte, aber vielleicht möchte der ein oder andere lieber lesen, als zuzuschauen. Deswegen könnt ihr gerne vorbeischauen. Und in YouTube werde ich jetzt auch, glaube ich, ab nächster Woche anfangen, einige Bilder zu beschreiben von mir, drüber zu reden, zu diskutieren, was ich eben so gemacht habe. Und ja, das wäre es schon wieder für das Infovideo und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!